Willkommen zur Juli-Sendung von TV Mainfranken Gaming Corner. Und Leute, was eine Hitze draußen. Seid froh, dass ihr euch bei unserer Sendung ein bisschen abkühlen könnt. Aber heiß her geht's trotzdem, denn wir schauen im Game des Monats uns mal Desperados 3 an. Und dann müssen wir leider auch in die heiße Wüste. Aber Abkühlung gibt's dann versprochen bei den News. Und wir starten aber im Starthaus Spessart. Denn dort haben wir uns mit der bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, zum Interview getroffen. Tomb Raider war mein Ding. Im Grunde genommen ist es bis heute ja nicht nachgewiesen, dass ein Spiel einen Spieler zum Killer macht. Hocken sie an ihrem Handy und spielen trotzdem was, ja? Was ist mir dann ein Gamer? Wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten über das Videospielen. Wie sind Sie da so aufgestellt, sag ich mal? Ja, teils. Früher habe ich mehr gezockt, muss ich sagen. Wir hatten es ja gerade schon davon, Tomb Raider war mein Ding, aber das war wirklich 90er Jahre und nicht so wahnsinnig innovativ, wie heute natürlich viele Games aufgestellt sind. Ich habe einfach vom Tagesablauf her, gibt es mir nicht viel Raum, ehrlich gesagt, Games zu spielen. Und zu Hause ist auch noch nicht so das Thema, weil meine Kinder zu jung sind. Aber ich glaube, in ein paar Jahren wird das wieder zum Thema. Sie hatten den Vorschlag, dass 2022 bei den European Championships auch E-Sport dabei sein soll. Was haben Sie sich da konkret vorgestellt und gibt es da schon konkrete Pläne, dass das auch umgesetzt wird? Ja, also ich habe mir gedacht, Sie haben ja die European Championship hatten ja überlegt, sich zu erweitern und das Feld etwas breiter aufzustellen. Dann dachte ich mir, das wäre doch mal eine super Geschichte, auch den E-Sport ins Spiel zu bringen. Das wurde im Übrigen in ähnlich gelagerten Fällen auch woanders schon gemacht. Und warum nicht auch mal darüber nachdenken? Auf europäischem Boden den analogen Sport und den digitalen E-Sport zusammenbringen. Ja, ich glaube, dass das auch untereinander sehr, sehr nett sein kann, sich da zu vernetzen und eine ganz andere Möglichkeit auch gibt, sich darzustellen. Ja, sind wir auch mal gespannt. Aber es würde sich natürlich eher dann auf wirklich Sport fixieren, also jetzt nicht unbedingt so Shooter, das wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Trotz allem in die Richtung nochmal gehen. Letztes Jahr gab es ja diesen Amoklauf in Halle und kurz danach, also der war natürlich sehr tragisch, kam wieder plötzlich so eine kleine Killerspieldebatte fast auf. Da war auch Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht ganz unschuldig, um zu sagen, ja, wir müssen die Gamer-Szene mehr beobachten. Wie stehen Sie zu solchen Aussagen heutzutage? Ja, es war ja nicht das erste Mal, dass so diskutiert wurde. Im Grunde genommen ist es bis heute ja nicht nachgewiesen, dass jetzt ein Spiel einen Spieler zum Killer macht, ja, oder zum Amokläufer. Das ist so nicht nachgewiesen. Was man natürlich nicht von der Hand weisen kann, ist, dass es gewisse Chatgruppen gibt, gewisse Plattformen gibt, wo durchaus die Kommunikation schwierig ist. Das Rückgrat, was wir teilweise immer draußen zeigen oder dazu uns gegenseitig aufrufen im Analogen, das müssen wir auch im Digitalen haben. Und damit meine ich nicht nur irgendwelche Chats, wo Gamer unterwegs sind, sondern das kann ganz normal Facebook sein, Instagram und Co. Ja? Die haben genauso Plattformen und Chatfunktionen, wo auch Dinge ablaufen, wo ein Ton herrscht oder auch Rechtsradikale sich tummeln. Das ist genauso falsch wie in einer Plattform, wo Gamer unterwegs sind und sich im Normalfall einfach nur normal über ein Game austauschen. Das ist richtig. Nur ich meine, Ballerspiele sind ja meistens dann auch FSK 18. Das heißt, der Jugendschutz ist ja auch in dem Fall gewährleistet. Deshalb ist es natürlich schwierig, dass zu sagen, derjenige spielt Ballerspiel und das wäre jetzt der Grund des Amoklaufs. Ja. Also solche Dinge ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Generell sind Spiele ja natürlich ziemlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Heutzutage, es wurden schon immer Bücher diskutiert, über Filme gesprochen. Wie sehen Sie das? Also wie hat sich aus Ihrer Sicht so die Games auch im Sinne als Kulturgut entwickelt? Also im Alltag oder so, was die Realität anbelangt, ist das voll angekommen. In manchen Diskussionen habe ich nicht das Gefühl, und es ist mir viel mehr bewusst geworden, weil ich natürlich auch als Ministerin für zum Beispiel E-Sport für ein E-Sport-Event auch in München mich einsetze. Lauter solche Geschichten oder auch für Förderungen für Games nicht nur Applaus bekomme, um das mal gelinde zu formulieren. Also da merke ich schon, dass viele das nur mit Ballerspielen gleichsetzen und überhaupt nicht die Bandbreite der Game-Industrie überhaupt. Immer noch? Ja, also das begegnet mir nicht ganz so selten, ehrlich gesagt. Das gibt es noch, weil man sich über die Bandbreite nicht bewusst ist und weil viele, also meine These ist ja eher, ich glaube, dass nicht jeder
von uns mittlerweile jeden Tag ein Buch zur Hand nimmt. Ich glaube, das ist nicht mehr jeden Tag so. Ich glaube, dass aber fast es mehr Leute gibt, die jeden Tag zocken. Aber viele halten sich gar nicht für Gamer. Ja, die sagen dann, was, ich habe gar keine Konsole und somit habe ich gar nichts zu tun. Aber im Grunde genommen hocken sie an ihrem Handy und spielen trotzdem was. Ja? Was ist mir dann ein Gamer? Vielen Dank, Frau Gerda, für das tolle Interview. Gerne. Und viel Spaß doch weiter im digitalen Mysterium. Danke. Vorlage hier. Jawohl. Geben Sie sich geschlagen? Ja, ist, oder? Alles klar. Okay. Dankeschön. Ne? Ja, also Daniel, erst verlierst du in der letzten Sendung in Super Smash Bros. Und jetzt im analogen Tischkicker gegen die Digitalministerin. Ganz toll represented. Ja, Marius, mal schauen, was diese Niederlage noch wert ist in Zukunft. Ne? Naja. Jedenfalls, die Digitalministerin bekommt nächsten Monat ihr Sequel bei uns. Wir haben noch ein zweites Interview gemacht mit ihr. Da geht es mehr um Förderungen in der Games-Industrie. Aber jetzt schauen wir erstmal in die News rein, was Ubisoft so gemacht hat. Gaming News aus dem Hause Ubisoft. Far Cry 6 wurde offiziell angekündigt. Bisher gibt es noch keine Spielszenen, aber der Trailer lässt aufhorchen. Die Rolle des Diktators des fiktiven mittelamerikanischen Landes Yara übernimmt kein geringerer als Giancarlo Esposito, viel besser bekannt als Gustavo Fring aus Breaking Bad und Better Call Saul. Als Release-Datum wird der 18. Februar 2021 genannt. Was ebenfalls Ubisoft betrifft, seit Ende Juni gibt es zunehmend Vorwürfe, dass MitarbeiterInnen seit mehreren Jahren sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen sowie Sexismus, Rassismus und weiterem Fehlverhalten ausgesetzt sind. Medienberichten zufolge soll innerhalb des Unternehmens eine toxische Kultur herrschen. Erste Reaktionen seitens Ubisoft waren Ankündigungen von internen Untersuchungen. Zwei Wochen später wurden Trennungen von hochrangigen Managern und Führungskräften, wie etwa vom Geschäftsführer von Ubisoft Montreal, bekannt gegeben. Das Unternehmen erhofft sich durch die personellen Maßnahmen und Zusammenarbeit mit externen Beratern nun, dass, so wörtlich, unangemessenes Verhalten besser verhindert, erkannt und bestraft wird. Neben Ubisoft werden auch weitere Unternehmen der Games-Branche beschuldigt, unter anderem das Studio Insomniac Games und die News- und Review-Seite IGN. Auch StreamerInnen sind davon betroffen, sowohl als Opfer als auch als Täter. Die Review-Plattform Metacritic ändert ihre Richtlinien. Ab sofort können SpielerInnen erst 36 Stunden nach Release eines Spiels Bewertungen zu diesem abgeben. Hintergrund ist die Bewertung von The Last of Us Part 2. Das Spiel hatte schon wenige Stunden nach Release einen User-Score von 3,9 von 10 Punkten bei mehreren tausend Bewertungen. Ein deutlicher Fall vom sogenannten Review-Bombing. Metacritic begründet diesen Schritt damit, dass SpielerInnen so Zeit haben, einen fundierten ersten Eindruck eines Spiels zu bekommen, bevor sie eine Bewertung dazu abgeben. Real-Time-Tactics, also Echtzeit-Taktik, so nennt sich das Genre unseres Game des Monats. Dieses Genre hatte damals Commandos 1998 begründet und in diese Richtung ging auch die Desperados-Reihe. Und 14 Jahre nach dem zweiten Teil könnt ihr jetzt mit Desperados 3 wieder mit John Cooper auf konspirative Mission gehen. Game des Monats. Diesmal hat sich das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games John Cooper angenommen. Desperados 3 ist ein Prequel zu den bisherigen Teilen. John lernt die bekannten Weggefährten hier also erstmal kennen. Zusammen mit Arzt McCoy spielen wir etwa gleich die erste richtige Mission nach dem Tutorial, in welchem wir mit Coopers Vater, einem gewissen Frank, jagen. Und den sie Frank nennen, wird im Laufe der Story noch wichtig. Diese fällt zwar nicht sonderlich komplex aus, ist aber als Taktgeber für die Missionen erfreulich konsistent. Auch wenn die Cutscenes, wie das gesamte Spiel, lediglich aus der Vogelperspektive inszeniert sind, bin ich schnell mit dem Wilden Westen und den Charakteren warm geworden. Wie könnte man auch einen Typen wie Hector mit seiner speziellen Freundin Bianca nicht sofort ins Herz schließen? Was hat es mit der riesigen Bärenfalle auf sich? Na, Bianca, die Liebe meines Lebens. Womit wir auch schon beim Herzstück des Spiels wären, dem taktischen Gameplay. Und hier merkt man dem Spiel an, dass Könner am Werk waren. Immerhin haben die Münchner 2016 mit Shadow Tactics Blades of the Shogun schon bewiesen, dass sie Echtzeit-Taktik drauf haben. Auf normalem Schwierigkeitsgrad ist die KI schon fordernd. Fällt den Banditen was auf, suchen sie relativ gründlich. Nicht umsonst wird nach einer Minute eine Schnellspeicherwarnung eingeblendet, denn viele Aktionen gelingen nicht auf Anhieb. Trial and Error. Mich hat das aber meist angespornt. Frust kam nur selten auf. Und das, obwohl die Steuerung mit Controller auf der PS4 durchaus gewöhnungsbedürftig ist.
Das Zoomen und Drehen der Karte geht zu Beginn nicht so intuitiv von den Fingern, sodass mir zum Beispiel der Kartenausschnitt manchmal so verrutscht ist, dass meine Spielfigur nicht mehr zu sehen war. Ärgerlich, wenn es brenzlig wird. Dennoch ist die Steuerung an sich gut für die Konsolen umgesetzt. Vor allem das Schnellspeichern ist unkompliziert. Und das Wechseln zwischen den Figuren und den jeweiligen Waffen geht auch schnell vonstatten. Eine Waffe kann im Wilden Westen auch ein Kleid sein, wie Kate beweist, die, erstmal verkleidet, damit unerkannt durch Gegnerreihen flanieren kann und hier und da mal zu einem kleinen Flirt ansetzt. Natürlich nur zu Ablenkungszwecken. Du siehst ja gut aus. Ich wette, ich kann dir helfen. Die Missionen werden nach und nach komplexer und somit kniffliger, aber auch unsere Helden entfalten ihre Fähigkeiten erst allmählich. Das sorgt für einen angenehmen Spielfluss. Von Anfang an dabei der Showdown-Modus. Hier könnt ihr Aktionen planen und dann synchron ausführen. Eine wirklich sinnvolle Funktion. Hat er einen Arzt gerufen? Erinnert mich an den Krieg. Neben Hector und Kate gesellt sich im Laufe des Spiels noch Isabelle zu der Desperado-Truppe hinzu, die über sehr mächtige Voodoo-Fähigkeiten verfügt. Für mich, der mit Commandos damals 1998 seine erste Echtzeit-Taktik-Erfahrung gemacht hat, ist das Genre all die Jahre stets im Blick geblieben. Genau wie Shadow Tactics spielt auch Desperados 3 einwandfrei auf der Klaviatur des Genres. Für Hardcore-Taktiker hält der höchste Schwierigkeitsgrad Desperado. Hier dürft ihr nicht speichern und die KI entfaltet ihre ganze Wucht. Sicherlich noch einige Herausforderungen bereit. Und die kultigen Charaktere rund um John Cooper machen das Spiel trotz der mau inszenierten Cutscenes zu einem unterhaltsamen Spiel mit durchdachtem Gameplay. Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von Gaming Corner in diesem Monat. Alle Beiträge wie immer in der Mediathek oder auch auf YouTube. Sehr gut. Das kann er wenigstens. Spielen kann er nicht, aber Sätze vervollständigen. Sehr gut. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.